Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Die Leiter runter! Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Thank you.
Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren.
Achtung! Hat ihn jemand gesehen? Perfekt!
Verluste! Vorsicht!
Dafür lassen wir sie bezahlen!
Archon, mein Mann, du hast es geschafft. Komm und ruh dich aus. Wir werden die Polis bald erreichen. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Furcht. Wir sind schwach. Wir werden sterben. Das ist das Ende. Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Dich nicht von der Zukunft verstecken. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. In Ordnung, gehen wir. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Nehmen Sie sich ein paar. Wie Sie wollen. Willkommen in der Polis. Kommen Sie, schauen Sie. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Sie sind gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Wie auch immer. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs.
Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ulmer. Hübsche Waffe. Keine Sie Sorge. Werden den Kauf nicht bereuen. Das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, hm? Idiot. Hallo. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Ich muss mal Pipi. Zu spät. Jetzt musst du warten. Aber Papa. Lass das. Dann wartete ich an der schwarzen Station auf Sie. Und übrigens, die Faschisten haben sich dort verschanzt. Sie kommen uns definitiv näher. Wie Sie wollen. Wo ist er? Oberst, melde mich zum Bericht. Sehr schön. Für Sie. Einfach kaufen und schießen. Artyom, ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Hier entlang. Sonderangebote, Rabatte, beste Waffen von den Schmiedemeistern. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Polis gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Mensch, warum sollst du ihm nicht so viel? Ich musste einfach. Auf dich! Nichts Besseres. Hör auf, mich zu nerven! Warte einen Moment. Wir fangen uns Du darfst Fisch da nicht rein! Das ist eine Gefahrenzone! Ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort, aber darin ist ein geheimes Militärarchiv.
Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken.
Danila, pass außen ab. Wir gehen mit Artyom rein. Gut. Scheint ruhig zu sein. Leute, das ist ein Schwarzvögel! Und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Artyom. Thank you.
Gehen wir. Hört das jemand auf? Mann, oh Mann! Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Bibliothekar! Hör zu, Adjon. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und laufe auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stichst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich war wieder allein und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen.
Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Thank you.
Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Etwas gefunden. Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Adjon, klingelt es bei dir, wenn du den Namen Karl hast? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit der Musik? Klar, machen Sie sie an. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker... Hey, Artyom. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirien war still, aber die anderen übertrugen, einschließlich der Atom-U-Boote. Sie warteten auf Befehle. Sollen wir zuschlagen? Niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab.
Kapitäne weinten über Funk wie Kinder. Die Mannschaften baten mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Hallo, Adja! Begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Andere meinten, dass weitere Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die U-Boote meldeten sich lange Zeit immer wieder. Hallo, Adja! Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Eine hübsche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du siehst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg und bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Hier ist nicht viel nützlich drin. Hauptsächlich andeute, immerhin der Weg zu D6. Dann ist es also unser Ziel. Bereit? Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Vladimir? Rüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Steigt auf! Nun, Artyom. Ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Es ist das Verlies der alten Kirche. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesem Tunnel gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Thank you.
Артём! 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 Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Kannst du aufstehen? Artyom, was war das? Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse! Gut, anhalten! Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Scheiße, ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Achtet auf die Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Vladimir, such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schotter um. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Ignorieren! Dinosaurus! Feuer! Schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schotter um. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Ignorieren! Dinosaurus! Feuer! Die Tür, die nach D6 führt. Was ist das?
Scheiße. Ist das hier dunkel? Na dann mal los!